Geschichten über Weisheit und innere Ruhe. Die Flügel des Mitgefühls. Wenn man sich Güte als eine wunderschöne Taube vorstellt, dann wird sie auf Flügeln der Weisheit getragen. Mitgefühl ohne Weisheit ist nie wirklich erhebend. Wie in der klassischen Geschichte, bei der ein Pfadfinder als gute Tat für den Tag eine alte Dame über eine belebte Straße führt. Dabei wollte die Dame gar nicht die Straße überqueren, doch sie war zu peinlich berührt, um es ihm zu sagen. Diese Geschichte beschreibt leider nur zu gut, was man in unserer Welt alles unter Mitgefühl versteht. Wir gehen zu oft davon aus, dass wir genau wissen, was der andere braucht. Ein junger Mann, der von Geburt an gehörlos war, besuchte mit seinen Eltern anlässlich einer gesundheitlichen Routineüberprüfung seinen Arzt. Aufgeregt teilte der Arzt den Eltern mit, er habe in einer Fachzeitschrift etwas über eine neue Behandlung für taube Menschen gelesen. Eine einfache und billige Operation könnte 10% der Menschen, die taub zur Welt gekommen waren, ein hervorragendes Gehör verschaffen. Er fragte die Eltern, ob sie sich darauf einlassen wollten, und beide stimmten augenblicklich zu. Es stellte sich heraus, dass der junge Mann zu den 10% gehörte, die nach der Operation perfekt hören konnten. Doch der junge Mann war wütend auf den Arzt und seine Eltern. Natürlich hatte er die vorangegangene Diskussion nicht gehört, und niemand hatte ihn gefragt, ob er denn überhaupt hören wollte. Jetzt beschwerte er sich über den fortwährenden Lärm, der ihn entsetzlich quälte und dem er keinen Sinn entnehmen konnte. Er war überhaupt nicht am Hören interessiert gewesen. Die Eltern, der Arzt und ich selbst, bevor ich diese Geschichte kannte, waren davon ausgegangen, dass jeder Mensch gern hören möchte. Wir wissen eben ganz genau, was jeder will. Mitgefühl, das von derartigen Mutmaßungen begleitet wird, ist dumm und gefährlich. Es sorgt für viel Leid in dieser Welt. Gutes für den Sohn. Eltern glauben immer, dass sie am besten wissen, was ihr Kind braucht. Und das ist ein großes Problem, da sie sich oft irren. Manchmal aber liegen sie richtig. Wie der chinesische Dichter Su Tongpo, der vor nahezu 1000 Jahren folgendes Gedicht schrieb. Zur Geburt meines Sohnes. Wenn ein Kind geboren wird, wünscht ihm seine Familie Intelligenz. Meine Intelligenz hat mir das ganze Leben zerstört. Hofft also, dass euer Kind unwissend und dumm wird. Dann wird es ein ruhiges Leben mit der Benennung zum Premierminister krönen. Was Weisheit ist. Als Student verbrachte ich den größten Teil meiner Sommerferien in den Highlands von Schottland. Ich wanderte, zeltete und genoss die Ruhe, die Schönheit und den Frieden der zauberhaften schottischen Berglandschaft. An einem denkwürdigen Nachmittag schlenderte ich eine schmale Straße am Meer entlang. Die Straße wand sich über eine felsige Landzunge und führte zu den schmalen Buchten im fernen Norden. Sonnenstrahlen tauchten die außerordentliche Schönheit der Landschaft um mich herum in ein besonders warmes Licht. Das samtige frische Grün der Wiesen leuchtete. Die Klippen wirkten wie gemeißelte Kathedralen, die sich hoch über das sprudelnde Meer erhoben, in dessen blaue Farbe kurz vor Sonnenuntergang leuchtende Lichterketten eingewoben waren. Die kleinen grünen und braunen Felseninseln schienen bis zum Horizont auf den Wellen zu reiten. Sogar die Möwen und Seeschwalben kreisten und glitten durch die Luft, als ob auch sie den Zauber der Stunde genossen. An diesem sonnigen Tag zeigte sich die Natur in einer der malerischsten Landschaften unserer Welt von ihrer besten Seite. Trotz meines schweren Rucksacks hüpfte ich vor Begeisterung die Straße entlang.
Ich war wunschlos glücklich, hatte keine Sorgen und fühlte mich von der Schöpfung verwöhnt und inspiriert. Vor mir sah ich ein kleines Auto, das am Wegrand neben der Klippe angehalten hatte. Natürlich stellte ich mir vor, dass auch der Fahrer des Wagens so von der Schönheit dieses Tages überwältigt war, dass er angehalten hatte, um diesen Anblick bis zur Neige auszukosten. Als ich mich dem Wagen so weit genähert hatte, dass ich durch die Rückscheibe sehen konnte, war ich enttäuscht und bestürzt. Der einzige Insasse dieses Wagens, ein Mann mittleren Alters, las eine Zeitung. Das Blatt war so groß, dass es den ganzen Blick auf die Welt um ihn herum blockierte. Also sah dieser Mann anstatt Meer, Inseln, Klippen, Himmel und Wiesen nur Kriege, Politik, Skandale und Sport. Die Zeitung war zwar sehr groß, hatte aber hauchdünne Seiten. Nur ein paar Millimeter jenseits der hässlichen Druckerschwärze breitete sich die regenbogenfarbige Hochstimmung der Natur aus. Mir kam der Gedanke, eine Schere aus meinem Rucksack zu ziehen und dem Mann ein kleines Loch in die Zeitung zu schnippeln, damit er eine Ahnung davon erhielt, was er verpasste, während er sich mit den Börsennachrichten abgab. Aber er war ein äußerst kräftig gebauter Schotte und ich ein magerer, unterernährter Student. Also ließ ich ihn die Nachrichten der Welt verschlingen, während ich in sie hineintanzte. Unser Geist beschäftigt sich den meisten Teil der Zeit mit dem Stoff, aus dem Zeitungen gemacht werden. Beziehungskrisen, Innenpolitik im familiären und beruflichen Bereich, persönliche Skandale, die uns entsetzlich aufregen und die sportliche Betätigung im Bett. Wenn es uns nicht gelingt, diese innere Zeitung gelegentlich wegzulegen, wenn wir von ihren Nachrichten so besessen sind, dass wir uns um nichts anderes mehr kümmern, ja, dann wird uns die unverdorbene Freude und die Stille der Natur in ihrer schönsten Form immer verborgen bleiben. Dann werden wir nie weise werden. Kluges Speisen. Einige meiner Freunde gehen gern essen. An manchen Abenden suchen sie sehr teure Restaurants auf und sind bereit, ein kleines Vermögen für eine vorzügliche Mahlzeit auszugeben. Doch sie lassen sich den kulinarischen Genuss entgehen, weil sie sich intensiv auf das Gespräch mit ihrer Begleitung konzentrieren. Wer käme auf die Idee, beim Konzert eines bedeutenden Orchesters ins Plaudern zu verfallen? Jegliches Geplapper würde ihre Freude an der herrlichen Musik vermindern, und wahrscheinlich würde man sie sogar aus dem Saal werfen. Auch wenn wir einen schönen Film ansehen, würden wir uns durch das Gequatsche anderer sehr gestört fühlen. Warum also müssen die Leute unbedingt miteinander reden, wenn sie zum Essen ausgehen? In einem mittelmäßigen Restaurant könnte es eine gute Idee sein, ein Gespräch zu beginnen, um die Gedanken von den nicht sehr erhebenden Gerichten abzulenken. Wenn die Speisen jedoch von erlesener Köstlichkeit und zudem noch sehr teuer sind, sollte man seiner Begleitung raten, den Mund zu halten, damit man sich an dem kulinarischen Erlebnis erfreuen kann, für das man bezahlt. Das ist kluges Speisen. Doch auch wenn wir schweigend essen, gelingt es uns oft nicht, den Augenblick wirklich zu genießen. Während wir einen Happen kauen, sind wir bereits durch den Blick auf unseren Teller abgelenkt und überlegen, welchen Bissen wir als nächstes aufspießen sollten. Und manchmal denken wir sogar zwei oder drei Gabelhappen voraus. Eine Ladung steckt im Mund, eine wartet auf der Gabel und wir freuen uns schon auf die dritte, die noch auf dem Teller des Verzehrs harrt. Um den Geschmack ihrer Speisen wirklich aufzunehmen und sich daran zu ergötzen, um Entzücken am Leben in seiner ganzen Fülle zu finden, sollten wir öfter mal einen Moment in aller Stille genießen. Nur dann kommen wir im Fünf-Sterne-Restaurant namens Leben endlich auf unsere Kosten. Die Lösung des Problems. Als buddhistischer Mönch trete ich öfter in Radio-Live-Sendungen auf.
Vor kurzem nahm ich wieder die Einladung eines Senders an, aber ich hätte mich vielleicht vorher über das Thema der Show informieren sollen. Ich erfuhr erst im Studio, dass Fragen für Erwachsene auf der Tagesordnung stünden, die ich gemeinsam mit einem berühmten Sexologen beantworten sollte. Zunächst lösten wir das Problem mit der Aussprache meines Namens und einigten uns darauf, dass ich als Herr Mönch angeredet werden sollte. Und dann lief es recht gut. Als zölibatärer Mönch kenne ich mich nicht sonderlich gut mit intimen Details des Zusammenlebens aus, doch die zugrunde liegenden Probleme der Anrufer hatte ich schnell erkannt. Schon bald gingen alle Anrufer der Hörer direkt an mich, sodass ich die zweistündige Show fast allein bestritt. Der berufsmäßige Sexologe erhielt hinterher einen Scheck über eine ziemlich große Summe. Da ich als Mönch kein Geld annehmen darf, gab man mir eine Tafel Schokolade. Buddhistische Weisheit versöhnte mich mit der Differenz. Man kann einen Scheck nicht essen, aber die Schokolade schmeckte vorzüglich. Problem gelöst. Lecker. Bei einer ähnlichen Radio-Talkshow stellte mir ein Hörer folgende Frage. Ich bin verheiratet, aber ich habe eine Affäre mit einer anderen Frau. Meine Ehefrau weiß nichts davon. Ist das in Ordnung? Wie würden Sie darauf antworten? Wenn es in Ordnung wäre, würden Sie mich doch nicht anrufen und diese Frage stellen, gab ich zurück. Viele Menschen stellen solche Fragen, obwohl sie genau wissen, dass sie sich falsch verhalten. Doch sie hegen Hoffnung, dass sie irgendein Experte davon überzeugen wird, dass sie doch das Richtige tun. Tief in ihrem Herzen wissen die meisten, was richtig und was falsch ist. Sie wollen nur nicht genau hinhören. Falsch verstanden. Eines Abends klingelte das Telefon in unserem buddhistischen Zentrum. »Ist Ajahn Brahm da?« erkundigte sich eine aufgebrachte Stimme. »Tut mir leid«, erwiderte die freundliche Asiatin, die den Anruf entgegengenommen hatte. »Er ruht sich in seinem Zimmer aus. Bitte rufen Sie in einer halben Stunde noch einmal an.« »Verdammt nochmal, in einer halben Stunde ist er tot«, knurrte der Anrufer und legte auf. Als ich 20 Minuten später aus meinem Zimmer kam, saß die Asiatin immer noch blass und zitternd am Telefon. Andere versuchten, sie zu beruhigen und herauszufinden, was passiert war, aber sie stand zu sehr unter Schock, als dass sie ein Wort hätte herausbringen können. Als ich mich ihrer annahm und ihr mit viel Geduld gut zuredete, platzte sie plötzlich heraus: »Jemand will gleich herkommen und sie umbringen.« Ein junger Australier, der zur Beratung nach einer HIV-Positiv-Diagnose zu mir gekommen war, hatte von mir das Meditieren erlernt, sowie weitere Weisheitsstrategien, die ihm helfen sollten, mit seinem Los fertig zu werden. Jetzt war er dem Tode nah. Ich hatte ihn am Vortag aufgesucht und erwartete jederzeit den Anruf seines Lebensgefährten. Also begriff ich ziemlich schnell, was hinter diesem vermeintlich bedrohlichen Anruf steckte. Nicht ich würde in einer halben Stunde tot sein, sondern dieser Mann, der AIDS hatte. Ich ließ alles stehen und liegen, eilte zu seiner Wohnung und konnte ihn noch sehen, bevor er starb. Die erschütterte Asiatin klärte ich zuvor noch über den wahren Tatbestand auf, damit sie nicht auch noch aus Schock das Zeitliche segnete. Wie oft kommt es vor, dass wir etwas hören, was überhaupt nicht gesagt wurde? Mein Geständnis. Vor ein paar Jahren berichtete die internationale Presse über eine Reihe von Skandalen, in die thailändische Mönche verwickelt waren. Mönche sind durch ihre Regeln an ein strenges Zölibat gebunden. In der Tradition, der ich angehöre, ist Mönchen keinerlei Körperkontakt mit Frauen und Nonnen, keinerlei Körperkontakt mit Männern erlaubt. In den veröffentlichten Skandalen wurden Mönche an den Pranger gestellt, die sich nicht an diese Regeln gehalten hatten. Sicher, das waren unanständige Mönche. Aber schließlich wusste die Presse, dass ihre Leser nur an unanständigen Mönchen interessiert waren. Deren langweilige Kollegen, die sich an die Regeln halten,
gaben keinen Stoff für Storys her. Damals fand ich es höchste Zeit, mein eigenes Geständnis abzulegen. Also nahm ich an einem Freitagabend in unserem Tempel in Perth vor ungefähr 300 Menschen, darunter langjährige treue Anhänger, all meinen Mut zusammen und sagte ihnen die Wahrheit. »Ich muss ein Geständnis ablegen«, begann ich, »und das fällt mir überhaupt nicht leicht. Vor einigen Jahren...« Ich zögerte, sah in die gespannten und beunruhigten Gesichter und fuhr nach einer Pause fort. »Vor einigen Jahren verbrachte ich die glücklichsten Stunden meines Lebens.« Wieder musste ich überwältigt innehalten, ehe ich weitersprach. »Die glücklichsten Stunden meines Lebens in den liebenden Armen einer verheirateten Frau.« So, ich hatte es gesagt. Ich hatte gestanden. Wir umarmten uns, wir streichelten uns, wir küssten einander. Ich senkte den Kopf und blickte zu Boden. Ich konnte die Luft hören, die entsetzt eingeatmet wurde, die Hände, die vor den Mund geschlagen wurden. Oh nein, nicht Ajahn Brahm! Ich stellte mir vor, wie langjährige Anhänger zur Tür eilten, um sich nie wieder blicken zu lassen. Nicht einmal buddhistische Laien lassen sich mit der Frau eines anderen Mannes ein. Das ist Ehebruch. Ich hob den Kopf, musterte mein Publikum zuversichtlich und lächelte. Noch ehe jemand den Raum verlassen hatte, erklärte ich, diese Frau war meine Mutter und ich war ihr Baby. Mein Publikum brach in erleichtertes Gelächter aus. »Aber es stimmt«, brüllte ich ins Mikrofon, um den Lärm zu übertönen. »Sie war verheiratet mit meinem Vater. Wir umarmten uns, streichelten uns und küssten einander, und das gehörte zu den glücklichsten Stunden meines Lebens.« Nachdem sich meine Zuhörer die Tränen weggewischt hatten und mit dem Kichern aufhörten, machte ich sie darauf aufmerksam, dass sie mich beinahe alle falsch beurteilt hätten. Auch wenn sie die Worte von mir selbst gehört hatten und ihr Inhalt ganz eindeutig erschien, hatten sie die falschen Schlussfolgerungen gezogen. Da dies meine Absicht gewesen war, konnte ich ihnen glücklicherweise ihren Irrtum aufzeigen. »Aber nicht immer läuft es so glimpflich ab«, erklärte ich, »denn oft ziehen wir angesichts eines scheinbar unumstößlichen Beweises voreilige Schlüsse und irren uns dabei ganz gewaltig, oft mit fürchterlichen Folgen.« »Ein absolutes Urteil, das ist richtig und alles andere ist falsch, hat mit Weisheit nicht das Geringste zu tun.« Die Gefahr eines weit geöffneten Mundes. Unseren Politikern wird nachgesagt, sehr offen zu sein, insbesondere an der Stelle zwischen Nase und Kinn. Aber das ist nichts Neues, sondern sorgte schon vor Jahrhunderten für Irritationen, wie diese Anekdote aus den buddhistischen Jataka-Geschichten beweist. Vor vielen Jahrhunderten gab es einen König, der sich durch einen seiner Minister entsetzlich genervt fühlte. Immer wenn es an diesem Hof zu einer Diskussion kam, unterbrach der Minister den jeweiligen Sprecher und hielt endlose Monologe. Keiner, nicht einmal der König, kriegte ein Wort dazwischen oder konnte den Redefluss eindämmen. Zudem war alles, was dieser Minister erzählte, genauso spannend wie das Innere eines Tischtennisballs. Nach einer besonders unerfreulichen und unergiebigen Sitzung suchte sich der König in seinem Garten zu erholen. Im öffentlichen Teil der Anlage sah er einige Kinder, die sich lachend um einen behinderten Mann mittleren Alters geschart hatten, der auf dem Boden saß. Die Kinder überreichten dem Mann ein paar Münzen, deuteten auf einen Baum voller Blätter und baten ihn um einen Hahn. Der Mann zog ein Säckchen mit kleinen Steinen und ein Blasrohr hervor und pustete Steinchen gegen den Baum. Mit unglaublich schnellen Schüssen aus seinem Blasrohr traf er ein Blatt nach dem anderen, und innerhalb einer unwahrscheinlich kurzen Zeit hatte er mit makelloser Genauigkeit den Baum
wie einen Hahn gestaltet. Die Kinder gaben ihm noch mehr Geld und wiesen auf einen großen Busch und wünschten sich einen Elefanten. Der behinderte Meisterschütze verwandelte den Busch mit Hilfe seines Blasrohrs schon bald in einen Elefanten. Die Kinder klatschten. Und dem König kam eine Idee. Er trat auf den Behinderten zu und bot ihm Reichtümer an, von denen dieser nie zu träumen gewagt hätte. Dafür sollte ihm der Mann bei einem irritierenden kleinen Problem helfen. Der König flüsterte dem Mann etwas zu. Der nickte zustimmend, und jetzt sah man zum ersten Mal seit Wochen ein Lächeln über des Königs Gesicht huschen. Am nächsten Morgen kam der Hof wie sonst auch zu seinem Treffen zusammen. Niemand machte sich über den neuen Vorhang vor einer Wand sonderliche Gedanken. An diesem Tag sollte die Regierung über eine weitere Steuererhöhung beraten. Kaum hatte der König die Tagesordnung festgelegt, als der gesprächige Minister zu einer Tirade ansetzte. Er öffnete den Mund und spürte plötzlich, wie etwas Kleines und Weiches ihn am Gaumen traf und seine Kehle runterrutschte. Er sprach unbeirrt weiter, doch Sekunden später traf ihn schon wieder etwas im Mund. Er schluckte es mitten in seinem Satz runter und sprach weiter. Während seiner Rede musste er andauernd schlucken, aber das gebot ihm mitnichten Einhalt. Solche kleinen Irritationen konnten ihn nicht stoppen. Nach einem halbstündigen Vortrag, bei dem er alle paar Sekunden etwas zu schlucken hatte, fühlte er sich auf einmal höchst unwohl. Dennoch hielt auch das ihn nicht ab, in aller Ausführlichkeit weiterzureden. Doch wenige Minuten später färbte sich sein Gesicht grünlich, der Magen drehte sich um und so musste er endlich aufhören. Mit einer Hand hielt er den schmerzenden Magen, die andere drückte er gegen den Mund, um zu verhindern, dass oben etwas rauskam. Eilig suchte er die nächste Toilette auf. Begeistert schritt der König zum Vorhang, zog ihn beiseite und enthüllte den behinderten Mann, der sich mit seinem Blasrohr und einem Säckchen Munition dahinter verborgen hatte. Der König schüttelte sich vor Lachen, als er in den nahezu leeren Munitionsbeutel blickte. Der Mann hatte kleine Stückchen Hühnerkot mit großer Genauigkeit in den Mund des armen Ministers geschossen. Der ließ sich am Hof mehrere Wochen lang nicht mehr sehen. Und es war bemerkenswert, wie viel Arbeit während seiner Abwesenheit erledigt wurde. Als er schließlich zurückkehrte, meldete er sich nur noch höchst selten zu Wort. Und wenn er dies tat, hielt er sich immer eine Hand vor den Mund. Ich denke mir, dass die Anwesenheit eines solchen Meisterschützen auch heutzutage dafür sorgen könnte, dass in unseren Parlamenten mehr Arbeit erledigt wird. Die redselige Schildkröte. Wenn wir in unseren jungen Jahren das Schweigen gelernt hätten, würden wir später vielleicht weniger Problemen begegnen. Ich erzähle Kindern gern die folgende Geschichte, um ihnen die Wichtigkeit des Schweigenkönnens zu veranschaulichen. Es war einmal eine redselige Schildkröte, die in einem See hoch oben in den Bergen lebte. Jedes Mal, wenn ihr ein anderes Tier begegnete, sprach sie pausenlos auf es ein, und zwar so lange, dass ihr Zuhörer sich erst zu langweilen begann, sich dann belästigt fühlte und schließlich richtig verärgert wurde. Die anderen Tiere fragten sich, wie es die redselige Schildkröte überhaupt schaffte, so lange zu quasseln, ohne auch nur ein einziges Mal Luft zu holen. Sie vermuteten, dass die Schildkröte durch die Ohren atmete, da sie nie zuhörte. Die Schildkröte quälte ihre Umwelt derartig mit ihrem Geplapper, dass bei ihrem Erscheinen die Kaninchen in ihren Löchern verschwanden, die Vögel in die Baumspitzen flatterten und die Fische hinter Steinen Zuflucht suchten. Sie wussten, dass sie stundenlang festgehalten werden würden, wenn die redselige Schildkröte sie erst einmal am Wickel hatte. Eigentlich war die redselige Schildkröte ganz schön einsam. Jeden Sommer machten zwei wunderschöne Schwäne Urlaub an diesem See. Sie waren sehr gütig, denn sie ließen es zu,
dass die redselige Schildkröte ununterbrochen auf sie einredete. Aber sie wussten natürlich auch, dass sie sich nur ein paar Monate mit dieser Gesellschaft abfinden mussten. Die redselige Schildkröte liebte diese Schwäne. Sie sprach zu ihnen, bis die Sterne ihren Glanz verloren, die Baumwipfel einschliefen und die Nebel sich ins Tal verdrückten. Doch die guten Schwäne hörten geduldig zu. Als der Sommer seinem Ende zuging und die Tage kühler wurden, bereiteten sich die Schwäne allmählich auf ihre Heimreise vor. Die redselige Schildkröte begann zu weinen. Sie hasste die Kälte und die Aussicht, die nächsten Monate ohne ihre Freunde zu verbringen. »Wenn ich doch nur mit euch gehen könnte«, seufzte sie verzweifelt, »wenn der Schnee die Hänge bedeckt und mein See zugefroren ist, wird mir immer ganz kalt und einsam zumute. Aber wir Schildkröten können nicht fliegen, und wenn ich gehen würde, wäre es nach einem kurzen Stück schon wieder Zeit umzukehren. Schildkröten bewegen sich eben furchtbar langsam.« Den sensiblen Schwänen tat die Schildkröte leid. Gerührt von ihrer traurigen Stimme, machten sie ihr einen Vorschlag. »Liebe Schildkröte, weine nicht. Wir können dich mitnehmen. Aber du musst uns eins versprechen.« »Ja, ja, ich verspreche es«, rief die redselige Schildkröte ganz aufgeregt, obwohl sie noch gar nicht wusste, was sie versprechen sollte. »Wir Schildkröten halten unsere Versprechen immer. Darin sind wir ganz groß. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich dem Kaninchen vor ein paar Tagen versprochen habe, kein Wort mehr über meine Lippen kommen zu lassen, wenn ich ihm erst einmal all die unterschiedlichen Arten von Schildkröten...« Und sie quasselte und quasselte und quasselte. Als die Schildkröte etwa eine Stunde später kurz innehielt, warfen die Schwäne rasch ein: »Schildkröte, du musst aber wirklich versprechen, den Mund zu halten.« »Nichts leichter als das«, erklärte die redselige Schildkröte voller Begeisterung. »Wir Schildkröten sind ja geradezu dafür berühmt, den Mund zu halten. Wir sind die großen Schweiger der Natur. Eigentlich sagen wir kaum je etwas. Genau das habe ich einem Hecht vor ein paar Tagen auseinandergesetzt.« Eine Stunde später, als die Schildkröte eine Fliege verschluckte, die ihr in den Schnabel geflogen war und ihren Vortrag deshalb kurz abbrechen musste, empfahlen ihr die Schwäne, auf einen langen Stock zu beißen und ganz bestimmt den Mund zu halten. Jeder Schwan nahm ein Ende des Stocks in seinen Schnabel. Dann flatterten beide mit den Flügeln, aber nichts geschah. Die redselige Schildkröte war einfach zu schwer, um abzuheben. Wer viel redet, neigt auch dazu, viel zu essen. Und die redselige Schildkröte war derart fett, dass sie sich nicht einmal in ihren eigenen Panzer quetschen konnte. Die Schwäne fanden einen leichteren Stock. Mit der redseligen Schildkröte in der Mitte schlugen sie dann die Flügel heftiger auf und ab, als es je zuvor auf dieser Welt ein paar Schwäne getan hatte. Sie hoben ab und mit ihnen die Schildkröte. In der Geschichte des Universums erhob sich damit zum ersten Mal eine Schildkröte in die Lüfte. Sie flogen immer höher und sahen den See der redseligen Schildkröte immer kleiner werden. Bald wirkten sogar die riesigen Berge winzig. Der Schildkröte wurde ein Panorama zuteil, das bis dahin noch keiner Schildkröte vergönnt gewesen war. Sie versuchte, sich jede Einzelheit einzuprägen, damit sie ihren Freunden alles genauestens berichten konnte, wenn sie wieder heimkam. Sie flogen über die Berge und dann ein ganzes Stück tiefer über einer Ebene. Alles ging gut, bis sie etwa gegen 2:30 Uhr nachmittags über eine Schule flogen, die gerade ihre Kinder entließ. Ein kleiner Junge blickte zufällig nach oben. »Na, und was sah er da?« »Eine fliegende Schildkröte!« »Hey da!« rief er seinen Freunden zu. »Schaut euch doch die dämliche Schildkröte da oben an! Sie fliegt!« Da konnte die Schildkröte nicht mehr an sich halten. »Was bin ich? Dämlich?« Platsch! Das war der letzte Laut, der aus der redseligen Schildkröte kam, bevor sie auf den Boden knallte. Die redselige Schildkröte starb, weil sie den Mund nicht halten konnte, als es wirklich darauf ankam.
Wenn Sie also nicht lernen, zum richtigen Zeitpunkt zu schweigen, werden Sie auch dann, wenn viel davon abhängt, den Mund nicht halten können. Und dann könnte es Ihnen ähnlich wie der armen, redseligen Schildkröte ergehen. Redefreiheit. Ich finde es höchst erstaunlich, dass uns in unserer modernen, marktorientierten Gesellschaft immer noch so etwas wie Redefreiheit vergönnt ist. Wahrscheinlich ist es nur eine Frage der Zeit, bis Geldnot die Regierungen dazu zwingt, Worte wie eine Ware zu behandeln und Steuern auf die Sprache zu erheben. Genauer besehen halte ich eine solche Steuer für keine ganz schlechte Idee. Da würde Schweigen doch endlich wieder einmal Gold sein. Telefonleitungen wären nicht mehr stundenlang durch plappernde Teenager blockiert und die Schlangen an den Kassen der Supermärkte würden sich sehr viel schneller bewegen. Ehen würden erheblich länger halten, weil sich Paare die Kosten eines Streits einfach nicht mehr leisten könnten. Und schon der Gedanke ist eine Befriedigung, dass bestimmte Bekannte so hohe Beiträge leisten müssten, dass an alle, die sie mit ihrem Gequatsche im Lauf der Zeit taub gemacht haben, kostenlose Hörhilfen ausgegeben werden könnten. Die Steuerlast würde von denen, die viel arbeiten, auf jene, die viel reden, verlagert werden. Natürlich wären die großzügigsten Spender eines solch fabelhaften Steuersystems die Politiker selbst. Je mehr sie im Parlament debattierten, desto mehr Geld käme für unsere Krankenhäuser und Schulen zusammen. Welch ein wundervoller Gedanke! Natürlich würden sich Leute zu Wort melden wollen, die solch ein Steuersystem für unpraktisch halten. Aber wer könnte es sich schon leisten, wortreich dagegen anzuwettern?